Es ist der mit Spannung erwartete erste öffentliche Auftritt Baldwins seit dem tragischen Vorfall am Filmset des Westerns Rust. Exklusiv stellt er sich den Fragen von ABC News Anchor George Stephanopoulosos und streitet jede persönliche Verantwortung für den Vorfall ab. Irgendwer ist dafür verantwortlich, keine Ahnung wer, aber ich weiß, dass ich es nicht bin. Ganz ehrlich, wenn ich mich verantwortlich fühlen würde, hätte ich mich wahrscheinlich schon längst umgebracht. Bei dem Dreh auf einer Filmranch in Santa Fe war am 21. Oktober die Kamerafrau Helena Hutchins tödlich verletzt und Regisseur Joel Souza an der Schulter getroffen worden. Die noch laufenden Ermittlungen ergaben, dass in dem von Alec Baldwin verwendeten Colt eine scharfe Patrone steckte. Er sei indes davon ausgegangen, dass die Waffe umgeladen war, so Baldwin. Und auch noch nachdem sich der Schuss auf die Kamerafrau gelöst hatte, glaubte er, eine Platzpatrone abgefeuert zu haben. She goes down. I thought to myself. Als sie zu Boden ging, dachte ich mir, ist sie ohnmächtig geworden? Der Gedanke, dass ich in der Waffe eine scharfe Patrone befand, dämmerte mir erst 45 Minuten bis eine Stunde später. Strafrechtliche Konsequenzen muss der Hollywood-Star wohl nicht fürchten. Allerdings droht ihm der finanzielle Ruin. Als Co-Produzent des Films ist er auch für die Sicherheit am Set mit zuständig, haftet mit seinem Privatvermögen. Unter anderem hat ihn deshalb eine seiner früheren Mitarbeiterinnen verklagt. Die Anwältin der Frau erhebt schwere Vorwürfe. Mr. Baldwin chose to play Russian Roulette. Mr. Baldwin entschied sich dafür, russisches Roulette zu spielen, als er eine Waffe abfeuerte, ohne sie vorher selbst zu überprüfen und ohne die Waffenmeisterin dies in seinem Beisein tun zu lassen. Sein Verhalten und das der Produzenten von Rust war rücksichtslos. Hannah Gutierrez-Reed, die Waffenmeisterin, die am Set von Rust für die Schusswaffen verantwortlich war, hatte in einer Aussage gegenüber den Ermittlern bereits zugegeben, dass sie bei der Überprüfung des Revolvers kurz vor der Tat nachlässig gewesen sei. Die Ermittlungen, wie überhaupt scharfe Munition an das Filmset gelangen konnte, laufen unterdessen weiter.